Der ist schon hier. Gib mir die Muni. Weg. Alter, ist das stressig, der Kampf. Was? Lol. Da hat er mich geplant. Schon wieder. Das gibt's auch nicht. Wir leben. Alter. Hätte er mich verkackt, ja. Blöden Scheiß, wenn natürlich. Gibt's nicht das Leben. Könnt ihr zielen? Na, lass ihn raus. Ja, das ist schon zweimal passiert, Zwombe. Allerdings weiß ich schon, was ich am einfachsten ziehen kann. Schön auf Abstand immer bleiben. Wo? Immer mehr Plasma dann drauf. Alter, den Zeitpunkt ist so heftig. Alter. Na, fertig gerne. Ah! Wo? Oh, das gibt's nicht. Nein, aktivierst du doch. Alter. Weil ich mich verkackt habe. Ist klar, niemand lässt Leben liegen. Naja. Och ja, gleich zum Anfang mal wieder hier auf die Fresse. Oh, das gibt's nicht. Was macht der denn für ein Damage? Das wird sich wahrscheinlich um einige Folgen auszögern. Hätte ich Leben. Gib mir Leben. Ich kann hier wirklich mal ein Schild bekommen. Ey, aber das kriegt man ja hier leider nicht. Los. Oh, ja, Kletz will, ist klar. Geht noch. Ach ja, das haben wir jetzt oft. Vor allem steht man immer wieder nach vorne. Alter, wie viel Schaden der macht? Oh. Ich muss auf einen Jungen immer wieder ran, um Schaden zu machen. Tja. Am ruhigen. Bleibt denn Muni? Oh, Muni. Wenigstens noch zwei Leute, ey.
Wow. Oh, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Das gibt's nicht! Sorry Leute, aber ich mache jetzt hier einen Cut. Ich zeige euch dann, wie das weitergeht, wenn Arme besiegt wurde. Ich mache das jetzt noch so lange. Schale und dann die Nuss im Inneren.
Oh, das gibt's nicht. Ja, ich sag genau, das ist das lang mal. Geht immer auf mich erst. Oh. So Leute, das sind wir halt auch wieder. Ich habe es endlich geschafft, Wandel mal zu besiegen. Nach dutzenden Versuchen. Au, und wie ihr seht, war ich wieder live. Was lädt er mich? Aber der hält kaum was aus. Wenn ich mich nicht schätze. Man muss bloß treffen. Seht ihr? Da richtet kaum Schaden an und ist fast tot. Zack. Eigentlich kann man bei Laserpeak ruhig stehen bleiben und drauf ballern. Also Laserpeak ist der einfachste von allen. Da ist er schon drauf. Zack! Da war er weg. Wichser. Durch, Seta. Wir holen dich da raus. Eine edle Geste, Optimus. Na toll. Aber ich fürchte, für mich ist es zu spät.
Zeta, bringen wir ihn nach Hause. Hoher Rat, ich bringe einen gefallenen Helden. Bis alle eins sind. Die Lage ist verzweifelt. Die Autobots brauchen eure Führung. Der Rat existiert nur, um die Primes auszuwählen. Es ist Aufgabe der Primes, zu leiten und zu schützen. Es gibt keine Primes. Sogar jetzt verweigerst du deine Ernennung? Zu lange haben wir mit angesehen, wie andere Primes Stolz und Macht verfielen. Aber du, Optimus, dein Mut und deine Weisheit haben das Leben um dich verändert. Megatron hat den innersten Kern deiner Welt infiziert. Du musst zum Kern reisen und dies bereinigen. Ein Fehlschlag ist unser aller Untergang. Ich nehme die Bürde auf mich, mit allem, was ich bin. Erhebe dich, Optimus Prime, denn du bist der Anführer der Autobots. Du bist der Okay, let's Prime. Jetzt so offiziell Optimus Prime. Und nach einem schweren Kampf nehmen wir den Titel gerne entgegen und fangen beim nächsten Mal an mit dem Kapitel zum Kern. Ja, bis dahin ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt Let's Play Transformers Kampf um Cybertron. Tschüss.